Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Aquarellmeister mit dem Let's Play von Ultima Underworld. Und ja, wir haben Judy, eine Magierin, das Bild von Tom gegeben. Und sie hat uns dafür eine Träne gegeben, die praktischerweise in die Lava gefallen ist. Und nicht einfach verdunstet ist hier auf dem Dreckboden. Und dadurch die Träne den Schlüssel der Liebe erzeugt hat. Welch ein Zufall, dass das alles so gepasst hat. Aber gut. Außerdem haben wir beim Schrein mit dem Mantra Fanlo den Schlüssel der Wahrheit bekommen. Jetzt fehlt uns nur noch ein Schlüssel, nämlich der Schlüssel der Tapferkeit. Aber zunächst wollen wir versuchen. Und die Betonung liegt auf dem Wort versuchen. Nicht mehr zu schweben, zum einen und zum anderen. Garamonds Knochen zu beerdigen. Ich hatte sie zu den Wertgegenständen gepackt hier, in meinen Supersack. Und es ist doch nur ein Haufen Knochen. Es gibt da einen Zauberer, der das identifizieren könnte für uns. Allerdings, ja, da geht's lang. Sehe ich das jetzt nicht mehr ein. Einerseits kostet mich das sicher wieder 10 Goldmünzen und ich habe noch 16, also könnte ich nur eine Sache identifizieren lassen, aber... egal. Ich weiß, was ich habe und was ich brauche. Diese Knochen, die wir bei vielen, vielen Runen gefunden haben. Und hier sind wir jetzt bei dem Tombs. Die Tombs. Und da oben müsste... ich habe das einfach nur so notiert, aber ich glaube schon, Garamond hat ein ziemlich großes Grab bekommen. Oder eine große Kammer. Was mich ein bisschen verwundert, weil... Sie hatten die Zeit, ihm eine echt eigene Gruft zu basteln. Aber sie hatten irgendwie keine Zeit, seine Knochen irgendwie zu holen. Und das ist das leere Grab von Garamond. Okay. Füllen wir das leere Grab von Garamond mit seinen Knochen. Ich lege sie mal dahin. Und Garamond erscheint. Aber nichts passiert. Ich mache mir gerade Sorgen. Okay, ich kann sie benutzen. Okay, ich benutze sie jetzt mit dem Grabstein. Und da ist Garamond. Hey, da ist er mal als kein Traum. Das hast du gut gemacht. Nun, da meine Knochen endlich zur Ruhe gebettet wurden, kann ich frei mit dir sprechen. Aber mein Geist kann nicht ruhen, solange das Unheil fortbesteht. Wir müssen ein Tor öffnen, in der Nähe, wo die Kreatur ist, die mein Bruder beschworen hat. Ja, okay, also der Dämon, der Slasher of Veils. Wir müssen es zu dem Ort zurückschicken, von wo es kam. Okay, Garamond, coole Mütze. Gibt es keinen anderen Weg? Keine andere Macht kann es besiegen. Selbst wenn man es zu einem anderen Ort zurückbringt, wird es keinen Schaden erleiden, also der Dämon. Es könnte es sogar zu voller Stärke zurückbringen, denn es ist der Ort, von dem es kam. Okay, also der Dämon kommt von einer anderen Ebene, der Dämonenebene. Und wenn man ihn dorthin zurückschickt, dann wird er wahrscheinlich wieder, ja, heilen. Im Moment scheint er schwächer zu sein, aber trotzdem ist er unverwundbar. Also, egal wo er ist irgendwie unverwundbar. Aber zumindest könnte man so die Bedrohung von Britannia abwenden, ja. Okay, es geht einfach nur darum, den Dämon dahin zurückzuschicken, wo er herkam. Und damit er Britannia nicht überfluten kann mit seiner dämonischen Essenz. Aber wie können wir das hinkriegen? Zu diesem Zweck brauche ich eine große Menge magischer Energie. Es wird aber keine leichte Sache. Es wird also kein leichtes Locken sein, anlocken, so wie welches, was dich hierher gebracht hat, mich. Ich wurde hier reingeworfen, aber keine Magie mit involviert. Oder doch?
Ach so, doch, ja, stimmt, ja. Garamond hat uns ja durch den Traum hierher gebracht. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Das meint er. Im Intro, wo er uns quasi nach Britannia geholt hat. Und wo wir dann verhaftet worden sind sofort. Das war also eine sanfte Beschwörung. Und für den Dämon, um den zurückzubringen, brauchen wir allerdings eine sehr große Menge von interplanetarischer Energie. Und wo können wir solche interplanetarische Energie finden? Tibbles Orb wäre gefährlich einzusetzen, und das wäre gefährlich, den einzusetzen, selbst wenn er noch intakt wäre. Ja, den haben wir schon zerstört. Die Macht, die wir nutzen müssen, muss sehr sorgfältig ausgewählt sein. Wie du vielleicht schon vermutet hast. Ja, irgendwie. Nee. Wie du vielleicht... Okay, der Satz geht anders. Wie du vielleicht vermutet hast, bin ich ein bisschen out of touch mit dieser Welt. Out of touch. Also, ich habe keinen Bezug mehr zu dieser Welt. Ich hatte gehofft, du hättest vielleicht eine Antwort. Ich fürchte, was sind die Qualifikationen für das, was du brauchst? Also was genau brauchst du für mächtige Magie oder wie genau muss sie ausgewählt sein? Es wäre das Beste, wenn die Quelle der Magie, die wir brauchen, absolut rein wäre. Mein Bruder fand Gefahr. Oder hat sich mit gefährlicheren Kräften auseinandergesetzt. Aber auf jeden Fall wäre es am besten, wenn es Kräfte wären, die auch mit Britannia selbst in Einklang stehen oder involviert sind. Was meinst du damit? Britannia ist involviert. Was? Es würde helfen, wenn man die Elemente beschwören würde. Wir arbeiten für Britannias Succor. Schon wieder so Wörter, die keiner kennt. Sack. Wir arbeiten für Britannias Saugen. Für die Quelle von Britannia. Oder wir arbeiten für Britannias Seele vielleicht. Und wir müssen darauf hoffen, dass sie uns die Hilfe gibt, die wir brauchen. Die Elemente. Die klassischen Elemente, die vier Stück. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Ja, die Kräfte, die wir nutzen müssen, könnten auch Britannia aufwecken. Und sollten so rein wie möglich sein. Sonst riskieren wir so zu enden wie mein Bruder. Ja, also, dass ich ihn platt gemacht habe. Okay, mein Geist ist leer. Vielleicht solltest du etwas länger über das Problem nachdenken. Aber denk sorgfältig und schnell. Okay, das eine schließt ein bisschen das andere aus. Denk sorgfältig nach, aber schnell. Was? Denn Britannias Schicksal steht auf Messers Schneide. Okay, Garamond. Ey, bist du Garamond? Das ist ein freundlicher Geist namens Garamond. Ach, so siehst du also aus. Ja, und jetzt hätte ich mit ihm quatschen können. Ich bin mal interessiert, was wir noch machen können hier. Er hatte noch ein paar Dialogoptionen. Und wir müssen ihn jetzt irgendwas fragen. Irgendein bestimmtes Wort müssen wir ihm um die Ohren hauen. Wir müssen selber rausfinden, was die Lösung sein könnte. Und ich meine, reine Gegenstände, die irgendwie mit Britannia in Verbindung stehen und irgendetwas Reines symbolisieren oder magische Kräfte beinhalten. Im Grunde genommen haben wir sie schon alle gefunden. Das sind diese Tugendgegenstände. Ich glaube, irgendwer hat uns auch gesagt, dass wir das tun sollen. Also haben wir schon mal alles, was da sein muss. Und dieses Gespräch mit Garamond ist übrigens optional. Wir sind nicht darauf angewiesen, mit ihm zu reden. Wenn man weiß, was man machen muss in dem Spiel, dann kann man sich die ganze Garamond-Grabgeschichte auch sparen und seine Knochen zu suchen. Wie können wir das Tor öffnen? Wir brauchen eine große Menge magische Energie.
Und ja, wir brauchen auf jeden Fall eine interplanetarische Energiequelle. Wo finden wir solche Magie? Ich hatte gehofft, du hast eine Antwort. Ich fürchte, ich habe keine Idee. Es wäre gut, wenn die Quelle rein wäre. Die Quelle muss rein sein? Ja, die Quelle könnte auch Britannia, wenn wir Glück haben, aufwecken und zu unserer Hilfe entsenden. Sonst riskieren wir dasselbe Schicksal wie mein Bruder. Okay. Sonst, sagen mal Talisman. Ja, natürlich! Diese wären vorzüglich für unsere Zwecke. Nun müssen wir nur noch eine Sache finden, wie wir die Macht darin freisetzen können. Die Tugendpower. Wir müssen irgendeine Quelle finden der Macht, die leer ist und worin wir unsere Energien des Talismans entladen können. Ich kann leider nichts Passendes finden. Oder ich kann nichts Passendes denken. Also irgendeine leere Quelle. Nun, ich hoffe, dass du in der Lage bist, das Problem schnell zu lösen. Denn das Schicksal von Britannia liegt in der Luft. Okay, Garamond. Und hast du eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Kräfte von Kabiros Talisman freisetzen können? Ja, mehr oder weniger. Denn es gibt eine, ja. Okay, das ist die Frage, wie man darauf kommen soll. Ich weiß es. Aber das ist eigentlich recht simpel. Wie kann man die Kräfte, die in diesen ganzen Gegenständen sind, gebunden sind, irgendwie rausprügeln mit irgendeiner Power? Und tatsächlich ist es so, es ist überall dort zu finden, auf dem Level, auf dem unteren Level beim Dämon. Und es ist eine Quelle, die, ja, auch im Grunde, wenn man Herr der Ringe kennt, dann weiß man schon die Antwort. Wie zerstört man den einen Ring? Ja, man schmeißt ihn ins Feuer, ja. Und so läuft das hier auch. Also sage ich einfach mal hier Lava. Ja, natürlich, wenn alle 8 Talismane in den Vulkanschlund geworfen werden, einer nach dem anderen, könnte die Welle, die durch die Freisetzung der Magie, den Vortex öffnen. Ah, du bist so weise wie tapfer. Willst du so ein Opfer bringen? Denk nochmal nach, Geist. Ich hoffe, du weißt den Ärger, den ich hatte, um all diese Gegenstände zu bekommen. Aber du musst es tun. Dein Opfer wird alle in dieser Welt retten. Sicher kannst du nicht deine eigenen Befindlichkeiten über das Überleben der Welt stellen. Ich übersetze ein bisschen frei. Ich werde drüber nachdenken. Oh, er ist mellow. Oh, er ist sauer geworden. Das mochte er nicht. Beeile dich, GBF. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Du musst alle 8 Talismane von Kabiros in den Vulkan schmeißen. Auf dem niedersten Level des Abgrunds. Du darfst nicht versagen. Okay. Aber kann ich dich töten? Erneut? Oh mein Gott, es geht. Wieso geht das? Kann ich mit ihm reden? Ne, jetzt nicht mehr. Kann ich gar nicht verstehen. Aber kann man Garamond besiegen? 1616. Er nimmt irgendwie keinen Schaden. Aber jetzt flüchtet er schon mal. Das ist eigentlich ein Zeichen für... Oh doch, er ist rot. Komm her, Garamond. Das war's mit Garamond. Also man kann ihn vernichten. Tja, The Grave of Garamond, jetzt mit Knochen. Aber ohne Geist. Anscheinend haben wir seine Seele vernichtet. Was alles möglich ist in diesem Spiel. Es ist immer wieder erstaunlich. Also man kann Garamonds Geist vernichten. Gibt es keinen anderen Weg? Wie können wir das tun? Wie können wir solche Magie finden?
Was sind die Qualifikationen? Britannia ist involviert, die Elemente. Du redest so, als wäre Britannia am Leben. Das ist es in der Tat. Es ist eine grüne und lebende Wesenheit. Wir sollten uns mal wieder grün merken. Ganz am Anfang in Level 1 gab es einen Kristall, der uns etwas Grünes gezeigt hat. Und hier redet er auch wieder von grün. Also irgendwas Grünes sollten wir uns merken. Und es hat kein Bewusstsein, so wie es aussieht. Aber vielleicht ist es sich bewusst, dass wir für seine Zwecke arbeiten. Ja, die Quelle, wenn wir Glück, die Quelle, die, wenn wir Glück haben, könnte selbst Britannia aufwecken und sollte so rein wie möglich sein. Sonst riskieren wir ein Schicksal wie mein Bruder. Okay, wie wäre es denn mit Lava, wenn ich das als erstes sage? Nein, das wird es nicht tun. Vielleicht etwas anderes. Okay, wir müssen die richtige Reihenfolge einhalten. Also erstmal Talismane. Und dann Lava. Und dann sagen wir, ja, ich werde die Gegenstände in die Lava werfen, auch wenn es mich sehr schmerzt. Exzellent. Beeile dich und gehe zu dem niedersten Punkt, wo du alle 8 Gegenstände in den Abgrund werfen musst. Halte keinen davon zurück. Sonst ist es dein Untergang. Wenn sie von der Erdes eigenem Feuer verschlungen sind, I shall leash the torrent to gape wide my gate. Dann werde ich irgendwas tun, um das Tor weiter zu öffnen. Mit etwas Glück werden wir diesen Dämon schreiend in die Hölle zurücksenden. Wie kann ich einen Weg in den Vulkan finden? Die Kammer der Tugend ist auf dem niedersten Level des Abgrundes. Es liegt im Herz des Vulkans, wo die Energiefelder der Stygia oder Stygien am stärksten sind. Okay, the Stygien. Naja. Es wird gesagt, dass man einen dreiteiligen Schlüssel braucht, um einzutreten, aber ich kann diese Legende nicht bestätigen. Okay, wir können es, wir haben schon 2 Teile gefunden. Ich werde mich auf den Weg machen. Beeile dich, es gibt nur wenig Zeit zu verlieren. Okay, Garamon. Beeile dich! Das werden wir tun. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir uns auf die Suche nach dem letzten Teil des Schlüssels machen. Und ja, wir wissen jetzt zumindest, was wir machen sollen. Schmeiß den Ring ins Feuer. Ne? Bis gleich.